Hallo erstmal, heute gibt es ein neues Video zu dem QNAP-Betriebssystem QTS. Heute erstellen wir einen Benutzer und vergeben ihm verschiedene Berechtigungen. Zunächst öffnen wir unseren Browser und öffnen in dem Fall die Startseite von unserem QNAP-System. In meinem Fall ist es der Gandalf. Genau, dann gehen wir auf Anmeldung. Natürlich wird dazu ein Administrator-User benötigt, entweder ganz normal Admin und das Kennwort oder halt ein administrativer Benutzer, der ich in dem Fall auch bin. So, dann gehen wir einmal auf die Systemsteuerung und gehen auf Benutzer. Da gibt es noch Benutzergruppen, da gibt es aktuell in meinem Fall nur User und für andere und noch jemand, genau. So, jetzt seht man alle Benutzer in dem Fall. Ein paar Bekannte, die Familie. Genau. Dann halt noch der Backup-User für Time Machine und ähnliches. Und dann noch hat ein, zwei Programme haben dann auch noch einen extra Benutzer. Und Guest-User ist speziell nur für ein, zwei Verzeichnisse. Erstellen wir jetzt erstmal den Benutzer. Gehen auf einen Benutzer erstellen. Wir brauchen keine mehreren. Und da haben wir hier eine Menge Sachen. Wir nehmen jetzt einfach mal Max Mustermann. Und das Kennwort ist einfach Max. Max. Können wir uns nochmal anzeigen lassen, genau. Telefonnummer ist optional und E-Mail-Adresse ebenfalls. Genau. Dann können wir hier noch die Benutzergruppen anlegen. In dem Fall gibt es Administrators und Everyone. In dem Fall lasse ich es aktuell in Everyone, dass man nachträglich die Berechtigung noch verteilen kann. Genau, Freigabeordner. Da haben wir jetzt hier eine Menge Verzeichnisse. Zum Beispiel werde ich jetzt einfach mal auf das ISOs Lesen und Schreiben Zugriff machen. Auf den Filmeordner nur Lesen Zugriff. Und auf den Download-Ordner auch nochmal lesen Zugriff, genau. Kann man hier nämlich, und unten sehen wir dann nochmal Anwendungsberechtigung. Also wenn man jetzt noch spezielle Apps, die ja auf dem QTS, in dem QTS laufen, noch unterbinden will, kann man das dann extra nochmal unterbinden. Aber in dem Fall kann dann jeder die Programme verwenden und dann klickt man einfach mal auf Erstellen. So, wir sehen nun den neuen Benutzer, in dem Fall liegt der auf der Seite 2 und das wäre unser Max Mustermann. Zusätzlich ist jetzt natürlich auch möglich, sich anzumelden über diese Oberfläche. Das können wir gleich einmal ausprobieren, indem wir uns einmal kurz abmelden. Wir würden uns jetzt anmelden, geben jetzt einmal Max Mustermann ein und Max. Und dann sieht man schon, wir haben nur Zugriff auf FileStation. Genau, beziehungsweise auf die Stations und wenn man speziell noch Programme erlauben möchte, kann man das über die App-Berechtigung machen. Genau, in unserem Fall gehen wir jetzt mal auf die File Station und dann sehen wir gleich, welche Ordner wir freigegeben haben. In dem Fall Multimedia, also die allgemein public schon sind und dann halt noch wie ISOs, Filme und Download. Und die anderen sind halt Public-Verzeichnisse, die so oder so jeder anschauen kann. Genau. Okay. Dann war es das mit diesem Video. Bei Fragen einfach unten in die Kommentare. Und für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen.